So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Trotz diesem extrem warmen, heißen Wetter waren wir mal wieder ein bisschen aktiv an unserem Oma-Golf, dem Golf 3 VR6 Turbo. Absolut nicht mein Wetter, bin wirklich brutal am Schwitzen, aber muss man durch. So, also, kleinen Zwischenstand, Motor ist wieder drin. Bevor wir da allerdings drauf eingehen, fangen wir hinten an. Letzten Video habt ihr das Kraftstoffsystem gesehen. Wir rüsten das Auto um auf E85, das heißt, wir brauchen einfach brutal Kraftstoff. So, somit haben wir jetzt hier hinten von uns einen Catchtank platziert. Im Tank ist die 044er Pumpe geblieben. Diese pumpt jetzt durch den Originalfilter hier oben in den Catchtank rein, dauerhaft. Das heißt, dieser Catchtank ist wirklich dauerhaft durch den Haupttank gefüllt und wenn er voll ist, geht es einfach wieder zurück in den Haupttank mit dem Rücklauf. Komplette Kraftstoffsystem, komplett neu, alles unsere PTFE-Leitung mit Teflon-Innenseele. Das heißt, egal wie, wo, was, welche Flüssigkeit da drin ist jetzt, das wird nie wieder undicht, da wird nie wieder was platzen. Das ist wirklich fest für die Ewigkeit. Also, eine Pumpe im Tank, die pumpt Catchtank voll. Das heißt, der Catchtank ist dauerhaft randvoll und aus diesem Catchtank pumpen anschließend diese beiden AEM 400, die wir bei Marius auch verbaut haben. Das ist aktuell so einfach die stärkste Pumpe in dieser Bauform mit 2x-6 Vorlauf nach vorne. Frank von Evo 3K Performance meinte, ich soll unbedingt diese neuen Radium-Benzinfilter testen. Die sind wohl extra fein. Ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf, da ist aber so ein Glasfaserelement drin, was so fein sein soll, dass es extrem krass filtern soll. So, 2x AEM 400 pumpt durch die beiden Filter mit 2x-6 nach vorne. An der Stelle nochmal vielen Dank an Joel, JB Motoring, für diese passgenauen Halter, die man einfach 3D gedruckt von unten auf die Stehbolzen am Unterboden dreht und schon kann man hier wunderschön 2x-6 Vorlauf und 1x-8 Rücklauf zurückverlegen. Sieht völlig geil aus. Ich finde das immer cool, wenn man etwas baut und am Ende selber sich so sagt, das ist jetzt so gebaut, dass man nichts mehr wüsste, was man anders bauen kann. Genau so ist es geworden. Ist überall genug Platz. Wir haben 3 Filter, muss massig reichen. Wir haben genug Sprit für egal welchen Leistungsstep. Und ja, das Ganze ist noch genau richtig schön plan hier drin, weil ich habe immer noch den Plan, dass wir irgendwann den Unterboden hinten natürlich mal zumachen. Aber ich denke, das ist so goldrichtig. Jetzt müssen wir es nur noch anständig verkabeln von der Elektrik her und dann kann das da auch schon losgehen. Cooles Gimmick auch noch, hier ist ein Rückschlagventil drin, in diesem blauen Adapter. Das heißt, wenn wir Motor ausmachen, bleibt das ganze System nach vorne hin auch immer unter Druck. Und wenn man Zündung umdreht, muss man nicht immer erst die Pumpen anlaufen lassen, sondern kann direkt starten. Eine letzte Kleinigkeit würde ich jetzt gerne noch machen. Und zwar, ich würde hier zwischen Auspuff und Tank gerne noch ein Hitzeschutzblech machen. So, dafür nehmen wir dieses Edelstahl-Kalottenblech, weil viele haben schon die Erfahrung gemacht, wenn man etwas thermisch isolieren will, ist das Beste wirklich einfach ein Abschirmblech dazwischen mit einem Luftspalt. Das isoliert einfach am besten. So, das heißt, das Letzte, was wir jetzt noch tun, ist, wir dengeln uns hier einen Hitzeschutz zwischen. Der wird am Ende ungefähr so aussehen. Ich habe extra hier schon ein Gewinde an den Tank vorm Pulvern angebracht. Das heißt, so in der Art kommt jetzt hier noch ein Hitzeschutz vor. Ich denke mal, den ganzen werde ich sogar hier vorlaufend lassen. Dann kann ich nämlich die originalen Gewinde einfach benutzen und mit so einer schönen langen Mutter den Hitzeschutz hier um die Kante noch gehen lassen, sodass wir dann hier noch einen schönen Hitzeschutz haben. So, weil das sollte dann final wirklich... Dann ist das Ganze wirklich, obwohl hier eigentlich noch genug Platz ist, man Fahrtwind hat und so weiter, falls man aber doch mal im Stau steht, hilft selbst so ein Blech schon wirklich Wunder. Und dazu kommt auch noch, falls doch mal irgendwas undicht wird, was wir niemals hoffen wollen, ist es natürlich schön, wenn es nicht direkt auf den Auspuff spritzen kann, sondern es einfach schön abgeschottet ist. Ne? Und am Ende finde ich es auch noch cool aus, wenn hier so nochmal ein Blech voll ist. Mal gucken. Theoretisch kann man das sogar, wenn man einen guten Schweißer hat, ganz fein schweißen. Das heißt, ich denke, wir werden hier so einschneiden, das Ganze nach da knicken, an ein paar Stellen heften. Und am Ende haben wir hier ein richtig schönes Konstrukt. Viele werden sich fragen, warum Pumpe mit Filtern nicht mit dem Schlauch verbunden sind. Da haben wir aus Edelstahl mit 2 Fittingen einfach Verbindungsrohre geschweißt. Hat einfach den Grund, es ist eh beides starr.
Es wird sich niemals bewegen, es soll sich auch nicht bewegen. Das heißt, man kann es in starr bauen und so eine starre Verbindung ist einfach die Verbindung, die für immer dicht bleiben wird, wo nichts passieren kann und die ich persönlich einfach auch am schönsten finde. So, ja, das war das Kraftstoffsystem. Jetzt gucken wir mal vorne am Motor. So, bevor wir am Motor ankommen, ist mir noch eingefallen, Baustelle Antriebswellen. Die Amis Drive-Chef-Stoff haben mir ja eine Version geschickt mit diesen einteiligen Innengelenken. Das heißt, der Antriebswellenflansch war ein Teil mit dem Gelenk. Gefiel mir nicht so. Das heißt, ich möchte wieder auf diese europäische Version zurückgreifen. Das heißt, wir haben einen Flansch im Getriebe und ein ganz normales Innengelenk zum Anschrauben. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert, dass wir für das 02A-Getriebe große Flansche kriegen. Die gibt es aus irgendeinem Sonderfahrzeug, wie auch immer. Und diese haben wir passend gemacht und haben dann die Amis passende Wellen bauen lassen mit ganz normalen Innengelenken. Das sind jetzt die gleichen 108 mm Innengelenke, wie ich zum Beispiel in der Limo und so weiter fahre. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Setup, was wirklich perfekt passt und auch eigentlich für immer funktionieren muss. Weil das Problem mit den gesteckten Wellen ist, jedes Mal, wenn man Motor ein- und ausbaut, was bei so einem Auto leider häufiger der Fall ist, vielleicht, ist das immer Friemelei. Man muss die passend reinstecken und so. Das lieber abschrauben, abnehmen, fertig. So, und deswegen haben wir jetzt hier 108er statt 100er Innengelenke, also Flansche, und passend dazu Amis gebaut, Wellen gebaut, Drive Shaft Shop, passende Wellen. Wir haben die Längen angepasst, haben das Innengelenk angepasst. Außengelenke sind wie vorher geblieben. Wir haben einmal alles zerlegt, Radnaben getauscht, Wellen eingebaut, passt von der Länge her jetzt perfekt. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt eine Lösung. Also wenn die kaputt geht, haben wir eh vorher nochmal andere Probleme. Sieht von außen auch geil aus. Ich finde, wenn hier statt einer Schraube eher so ein fetter Stumpen mit so einer fetten Mutter rauskommt, sieht das doch gleich immer sportlich aus. So viel dazu. Hier kann man es auch nochmal sehen, wie fett jetzt diese Innengelenke sind. Und es ist wirklich hier auf der Innenseite. An der Stelle nochmal vielen Dank an Guido und Phil, die mir immer alles abdrehen. Wir mussten selbst die Innengelenke, die Flansche auf der äußeren Kante nochmal abdrehen, weil so viel Platz hier jetzt, wenig Platz hier zwischen ist, dass wir die Gelenke lieber hier an der Fläche nochmal abgedreht haben. Flansche. Oh, ich verwechsel es jetzt die ganze Zeit. Ja, sonst ist das jetzt eine Version, wo ich glaube, dass das funktioniert. Jetzt werden sich viele fragen, wieso fahren wir hier verstärkte Wellen und bei Marius Golf keine verstärkten Wellen. Punkt 1, dieses Auto ist mindestens 200, 250 Kilo schwerer, was in Sachen Kraft auf den Antriebswellen halt schon mal Welten sind. Und dann kommt noch dazu, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr mit dem Auto auf der Straße unterwegs seid, verstärkt die Antriebswellen, weil ich sag euch mit Sperre, wenn so eine Welle im dritten Gang mal kaputt geht, das Auto versetzt. Das heißt, in dem Moment gefährdet ihr nicht nur euch selber, sondern auch andere Teilnehmer. Deswegen war ich da auch bei der Limo von vornherein immer so, lieber Vorsorge als Nachsorge. Das muss einfach passen und funktionieren. Und das funktioniert jetzt. So, jetzt gucken wir mal weiter. So, ein weiterer Punkt. Wir haben ja vorne die ganzen Buchsen von den Querlenkern getauscht, um einfach das ganze Spiel aus der Achse rauszunehmen, weil wir am Geradeauslauf arbeiten. Ein weiterer Punkt, der den Geradeauslauf extrem beeinträchtigt, ist der sogenannte Nachlauf. Nachlauf ist, wenn ihr von der Seite aufs Rad guckt, wie weit das Federbein nach hinten gekippt ist. Man sieht es ganz oft bei Autos mit Heckantrieb, BMW, Mercedes und so weiter, dass wenn ihr einlenkt, das Rad so wegkippt. Das liegt daran, weil die einen extrem hohen Nachlauf haben. Das heißt, das Federbein ist weit nach hinten gekippt. Und das ist einfach ein Effekt, der den Geradeauslauf von so einem Auto extrem verbessert. Ihr habt das vielleicht auch schon gesehen bei Eugen damals in dem Video, wo wir mit dem Integra gefahren sind. Der hat das auch gemacht. Und das hat dann zur Folge, dass es ganz schwer ist, das Auto aus der Ruhelage zu bekommen. Das heißt, man muss wirklich mit Kraft das Lenkrad drehen, dass er überhaupt erst lenkt. Und wenn man das Auto in dem Moment loslässt, das Lenkrad, schnallt das sofort zurück und das Auto fährt wieder geradeaus. Bei fast allen Autos ist dies nicht einstellbar. Das heißt, wir haben jetzt andere Domlager verbaut, Uniball-Domlager. Normalerweise sieht das Domlager so aus. Das Domlager ist eigentlich nur ein Lager, was die Drehung aufnimmt, wenn ihr lenkt. Wenn ihr lenkt, dreht sich bei diesem McPherson-Aufbau das komplette Federbein mit, weil das komplett oben alles verbunden ist. Das heißt, hier oben muss ein Lager sein, dass wenn ihr einlenkt, wir einen gelagerten Drehpunkt haben. So. Jetzt lässt man allerdings das gesamte Gummi weg, macht das Ganze in Alu-Star an die Karosse und macht dazu ein Uniball-Lager in die Mitte. Eigentlich sind diese Lager dafür gedacht, sie so einzubauen, in der Richtung. Und man schiebt
das innere Teil ganz nach innen und kann somit den Sturz noch weiter erhöhen. Das heißt, für so Autos wie bei unserem Abarth, wenn man viel auf Rennstrecke fährt, will man noch mehr Sturz haben. Das heißt, das Federbein klappt noch weiter rein. In unserem Fall wollen wir das nicht. Wir wollen den Sturz eher auf Null haben wegen Traktion. Das heißt, wir drehen das Lager einfach um 90 Grad zur Seite. Und jetzt können wir gegenüber dem Mittelpunkt, ich sag mal, das ist der Mittelpunkt, können wir das ganze Federbein nach hinten schieben und erhöhen somit den Nachlauf. Das heißt, oh, noch ist hier alles lose und ihr seht, ich kann jetzt das Federbein hier einfach von der Mitte bis ganz nach hinten schieben und kann somit den Nachlauf verstellen. Sollte ich jetzt zusätzlich noch ein bisschen mehr oder weniger Sturz haben, kann ich natürlich das ganze Lager auch noch drehen und kann somit den Sturz rein- oder rausdrehen. Ist jetzt so ein bisschen Spielerei, dass man da die goldene Mitte findet. Unterm Strich glaube ich aber, dass wir so eine Version hinkriegen, wie das Auto am Ende richtig schön geradeaus fahren wird. Ja, so, jetzt zum Motor. Jetzt kommt der interessante Teil. Also, unser Ziel über den Winter ist wieder ein bisschen länger geworden, war ja endlich mal einen standfesten Motor hinzubekommen, weil in dem letzten Motor, weil das damals alles Low Budget gebaut war, hatten wir Originalkolben drin und diese Originalkolben sind bei der Leistung von 760 PS leider immer gebrochen. Das heißt, Stegringbruch und rausgeflogen. Deswegen hat damals Björn für uns einen Block gemacht. Eigentlich ist an diesem Block aber nicht viel geschehen. Das heißt, er wurde lediglich gebohrt, gehohnt, geplant, oben die Kupferringe rein für die Abdichtung und fertig. Das heißt, wir fahren jetzt hier unsere Pleuel weiterhin drin, die wir vorher auch schon drin hatten. Allerdings jetzt mit einem Viseco-Kolben, 83er Bohrung. Das heißt, wir sind hier bei 3,0 Liter mit ein bisschen mehr Verdichtung. Wir hatten Marios Motor, der ähnlich ist, ausgelitert. Da kommt man ungefähr auf 8,2 zu 1. Ich habe beim Zusammenbau ein wenig selber mit dem Handy gefilmt. Wir blenden jetzt einfach mal ein paar Passagen davon immer ein, dass ihr einfach nur seht, was ich hier gerade erzähle. So, kurz vor Mitternacht bauen wir mal wieder kurz einen Block hier zusammen, beziehungsweise den ganzen Motor. Das ist der angehende Oma-Block mit schönen Viseco-Kolben, wo wir dann die Taschen nochmal tiefer gesetzt haben, weil man weiß ja nie, wie, was für krasse Nockenwellen wir nochmal fahren wollen. Ne? Und natürlich mit Ring. Pro Series Stehbolzen kommen wieder. 0,65er Blechdichtung. Ja, ich würde sagen, Kopf drauf. Ja, Viseco-Kolben, Kupferringe, dünne Kopfdichtung aus Metall, knapp 0,7 mm, funktioniert perfekt. Unsere Pro Series Stehbolzen, sowohl unten als auch oben, sonst alles an der Hauptlagergasse original, das heißt keine anderen Böcke drin, gar nichts. Nichts gewuchtet, alles so gelassen und hoffen halt so, dass der Block so auf jeden Fall für die Leistung standfest ist. Kopf, brauche ich eigentlich nichts zu sagen, gibt es fünfteilige Videoreihe bei NG Motorsports. Der ist wirklich jetzt gemacht, alles was geht. Nockenwellen und Federn sind die gleichen drin wie Marius fährt. Die hatten wir vorher auch schon drin. Das heißt, da brauchten wir gar nichts ändern. Jetzt fällt mir auch wieder ein, warum das Ganze ein bisschen länger gedauert hat. Nachdem wir ja bei Marius ein bisschen das Problem hatten, dass oben raus die Leistung runterging, haben wir hier natürlich erstmal Baustopp gemacht, weil wir uns den gleichen Fehler hier nicht auch einbauen wollten. Das heißt, nee, was ich gerade gesagt habe, ist nicht richtig. Hier sind natürlich auch die anderen Auslassfedern reingekommen und haben diese auch gleich wieder 3 mm unterlegt, dass wir da eine höhere Vorspannung haben. Aber das Gute ist, sonst brauchen wir hier nichts mehr experimentieren. Wissen von dem Golf 2 alles, wie sitzen muss, wie es eingemessen werden muss und so weiter. Ja, Turbolader. Hier seht ihr nochmal die schöne Isolierung von KKS. Hatten wir ja auch ein Video dazu gemacht. Turbolader ist weiterhin der alte Turbolader von Marius, den er damals schon gefahren ist. Ist ein BorgWarner S300, der von Flo Ladermanufaktur damals ein Upgrade bekommen hat. Wie ihr seht, haben wir hier vieles dran umgeschweißt, deswegen wollen wir den auch nicht ändern, obwohl es da eigentlich Zeit für ein Upgrade wäre. Müsste man mal gucken, aber hier ist einfach so viel dran angepasst, wir haben alles isoliert und so weiter, dass der da jetzt einfach erstmal drin bleibt. Der ist prinzipiell für die Leute, die jetzt die Zahlen nichts sagen, ungefähr so GT40 Größe. Das heißt, das ist ungefähr ein 800-900 PS Lader, 700, 800, 900. So, in dem Dreh. Letzter Punkt für heute, weswegen wir das Auto auch noch nicht anschmeißen können. Ihr wisst ja, ich bin so ein Pulverfreak und Pulver immer alles, weil wenn ich schon mal einmal in der Hand habe, dann will ich das für immer fertig haben. Thorsten Middendorf, ADT, hat den schnellsten Frontantrieb Golf Europas. Ein Golf 1 ist das. An dem Auto ist wirklich gar nichts mehr original. Mittlerweile DSG,
16V, auch an die 1000 PS, wenn sie es wollen, fahren allerdings immer noch mit weniger Leistung. Extrem krasser Typ, der mit seinem Vater vieles selber baut. Und ich mag den Typen einfach so gerne, dass wir da auf jeden Fall auch mal hinfahren und ein Video machen und euch das Ganze zeigen, weil das ist wirklich noch Vater-Sohn-Gespann, die so richtige Tüftler sind. Das waren die ersten, die ein DSG damals bei Boba in den Golf gebaut haben und dafür eine eigene Steuerung entwickelt haben, dass man wirklich das, ich sag jetzt mal, DSG so dumm macht, dass es halt mit einem normalen Steuergerät funktioniert und schaltet. So, die Jungs haben mir, beziehungsweise er, Thorsten, hat mir eine Ansaugbrücke gebaut. Das große Problem war, ich konnte nicht auf viele Ansaugbrücken zurückgreifen. Das war die originale Brücke, also die alte Brücke. Das ist einfach eine kostengünstige Variante zum Reinkommen. Eigentlich so eine 500-600 PS Brücke, hat 760 PS gemacht, also kann nicht schlecht sein. Ist allerdings kein Hightech, das Ding. Deswegen wollten wir die jetzt ersetzen gegen eine größere. Bevor ich jetzt zu viel sage, kriegt er erstmal einen kleinen Porn, weil das Ding hat es auf jeden Fall verdient. Ja, man sieht, diese Brücke hat viel, viel, viel mehr Volumen als die alte. Der Körper ist, also wir haben es jetzt nicht ausgeliefert, aber ich sage, in Summe hat das Ding dreimal so viel Volumen wie die alte. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum viel Volumen? Man muss sich das bei so einem Motor ungefähr so vorstellen, wie bei einem Kompressor. Es gibt Kompressor mit kleinen Tanks dran und Kompressor mit großen Tanks dran. Jeder, der schon mal auf einen Schlagschrauber mit einem großen Tank gedrückt hat, weiß einfach, dass in dem Moment, wenn das Ventil aufgeht, kann man jetzt ungefähr vergleichen wie mit dem Einlassventil beim Motor, wenn da dieses Volumen hintersteckt, der Druckabfall einfach viel, viel geringer ist und der Schlagschraube sich viel, 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 viel kräftiger anhört. Und diesen Effekt versucht man bei so einem Motor auch zu nutzen. Maximal viel Volumen vor den Einlassventilen, dass wenn diese aufgehen bei 3 Bar, da richtig Zunder dahinter ist. Das gleiche haben wir damals bei meiner Limo auch schon gemacht und hatte auch wirklich einen guten Effekt. So, natürlich können wir diese Brücke leider nicht in Alu so lassen, obwohl sie wunderschön ist. Deswegen muss ich die jetzt leider nochmal abnehmen, einmal pulvern. Der Jörg Meier, Dajo in Garbsen, wo ich alles pulvern lasse, ist nur leider im Urlaub. Das heißt, wir können es noch nicht zusammenbauen und müssen uns leider noch ein paar Tage gedulden. Das Problem war, Marius und ich haben letztes Jahr wirklich Monate an diesem Kühlerfrontpaket gebaut. Wir wollten das einfach so cool Plug and Play haben. Und wir haben gesagt, Philipp, egal was kommt, wir werden es nicht verändern. Und deswegen mussten wir hier auch ein bisschen tricksen mit der Brücke. Selbst das hat uns Thorsten aber perfekt angepasst. Das heißt, die Position der Drosselklappe ist genau die gleiche Position wie vorher. Und wie ihr seht, wurde das Ganze hier wunderschön um den Lüfter rumgebaut, um die Lichtmaschine rumgebaut. Das heißt, wir haben wirklich den gesamten Bauraum ausgenutzt. Einzige, was wir anpassen müssten, wir hatten hier vorher hochkant einen Ölkühler hinterstehen. Der ist jetzt natürlich nach oben hin zu lang. Der kommt, passt hier nicht mehr drunter. Das heißt, diesen müssen wir jetzt in der kürzeren Variante nehmen, versuchen dafür aber ein, zwei Reihen mehr in der Höhe zu kriegen und dann sollten wir da wieder aufs gleiche Volumen kommen. Ja, so viel zum Thema VR. Hier noch, sieht man noch kurz, wie ich vorhin sagte, zweimal Dash 6, einmal Dash 8. Kommt jetzt hier wunderschön raus, können wir jetzt passend anpassen. Das heißt, eine Dash 6 Leitung kommt hier ran, eine Dash 6 Leitung kommt hier rein. Dann geht der Rücklauf erst zu dem Benzindruckregler, der wird hier an der Wand sitzen. Das heißt, die Dash 8 Leitung geht nach hier und von hier daran. Ich bin super, super, super happy, freue mich drauf, dass wir an diesem Auto nicht zu viel umgebaut haben, sondern ich glaube, wir haben das wirklich, auch wenn das jetzt ein bisschen Eigenlob ist, sinnvoll umgebaut und kommen hoffentlich zu einem Ergebnis, wo alle, vor allen Dingen wir, mit zufrieden sind. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, ein, zwei Wochen läuft das Auto, dann geht es auf den Prüfstand, auf Ethanol abstimmen und dann wollen wir auf jeden Fall einmal dieses Jahr noch mitfahren. Das heißt, Wörthersee Reloaded. Ich hoffe, ihr seid auch alle da. Ich hoffe, das Event findet überhaupt statt. Wörthersee Reloaded und anschließend auf jeden Fall nochmal ein halbe Meile Rennen. Race 1000 TTT, SCC 500. Mal gucken, was kommt. Weil ich glaube, gerade oben raus wird das mit dem Auto richtig Spaß machen.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ballert alles in die Kommentare. Nächstes Video kommt bestimmt. Wir gehen liebend gerne drauf ein. Ich habe bestimmt auch was vergessen. Da gehen wir im nächsten Video dann auch noch drauf ein. Aber so ist der aktuelle Stand. Und bis zum nächsten Mal.